Ja, ich möchte heute eine Kritik an der Veranstaltung der Wahl loswerden, ein paar Argumente dazu sagen, warum es für diejenigen, die jetzt zur Wahl aufgerufen sind, meines Erachtens verkehrt ist, sich an dieser Veranstaltung zu beteiligen, sich also die Frage vorzulegen, wen hätte ich gerne als die nächste Regierung, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, welche der verschiedenen Angebote es einem vielleicht eventuell möglicherweise eher recht macht, wenn sie dann an der Macht sind. Diejenigen, die die Wahl ansetzen, die Regierung, die herrschenden Macher der Politik, für die ist diese Veranstaltung überhaupt nicht verkehrt. Im Gegenteil, die haben schon ihre Gründe, warum sie das so wichtig finden, dass die Wähler zur Wahl gehen. Die rufen ja auch nicht nur darauf, dass man sie wählen soll, sondern es gibt ganz viele Aufrufe gemeinsam von Politikern an die Wähler, geht überhaupt zur Wahl. Also anscheinend liegt den Veranstaltern der Wahl sehr viel daran, dass die Leute sich daran beteiligen. Und allein das könnte einen schon in gewisser Weise misstrauisch machen, inwiefern das dann tatsächlich für diejenigen, die da aufgefordert sind, ein Angebot ist. Ich will gleich vorweg sagen, es geht mir nicht um die Sorte Wahlkritik, die man durchaus in der Presse immer wieder lesen kann. Also ein Genörgel in der Sache, es wird zu viel personalisiert und wird zu wenig über Inhalte gesprochen. Frau Merkel wird vorgeworfen, sie würde überhaupt keinen richtigen Wahlkampf machen und ähnliche Vorwürfe mehr sind da bereitgetreten. An dieser Kritik will ich mich nicht beteiligen und zu der Kritik werde ich auch bei Gelegenheit dann noch ein bisschen was sagen, warum ich die nicht für die Kritik halte, die man an dieser Veranstaltung zu üben hat. Ich würde sogar im Gegenteil behaupten, dass diese Kritik sich in aller Hinsicht täuscht. Gerade die Art und Weise, wie Wahlkampf gemacht wird seitens der Politiker, passt haargenau zu der Veranstaltung, in der sie das machen. Also es ist gar nicht so, dass es quasi eine Abweichung gibt zwischen dem, worum es eigentlich in der Wahl ginge und der Art und Weise, wie die Politiker sie dann machen, sondern dass beides passt haargenau zusammen. Und warum das so ist, das will ich in dem Vortrag auch versuchen zu erläutern. Mein Vorredner hat ja schon gesagt, wenn es Einwände, Kritik, Bedenken, auch wenn Sie irgendwas nicht verstehen, was ich sage, gibt, ruhig gleich melden. Und man kann auch durchaus zwischendurch dann schon mal in die Diskussion einsteigen. Ansonsten will ich zwei Sachen behandeln in meinem Vortrag. Das zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teil soll es um die Frage gehen, was steht eigentlich zur Wahl und was steht eigentlich nicht zur Wahl. Wie geht eigentlich diese Veranstaltung und wie ist eigentlich der Volkswille in dieser Veranstaltung gefragt und wie ist er nicht gefragt? Und im zweiten Teil will ich mich damit befassen, wie die Wahlkämpfer selber, also die Politiker, mit welchen Argumenten sie die Wähler zum Wählen bitten, mit welchen Argumenten sie versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass sie wählen sollen und worin eigentlich die Leistung des Wählers besteht, wenn er, der ja tagtäglich die Taten und Maßnahmen der Politik mitkriegt, und zwar nicht durchaus ja nicht immer positiv, welche Berechnungen, Überlegungen stellt ein Wähler an, um aus seiner Unzufriedenheit mit der Politik dann am Ende doch ein Wahlkreuz zu machen. Gut. Die erste Frage also, was steht eigentlich zur Wahl und was steht eigentlich von vornherein nicht zur Wahl? Einem wird ja öffentlich erzählt, dass die Wahl die Veranstaltung ist, bei der der Bürger Gelegenheit bekommt, an der Gestaltung der politischen Macht im Lande mitzuwirken. Und das ist in gewisser Weise ja auch richtig. Die Frage ist ja nur, bevor man dann gleich in Begeisterungsrufe ausruft und sagt, oh, ich darf mal mitmachen alle 5 Jahre, sollte man sich überlegen, wie man da überhaupt beteiligt ist und an was. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich an den Anfang betonen möchte. Sachen, die im Wahlkampf selber überhaupt nicht vorkommen, die ganz selbstverständlich unterstellt sind, einfach vorausgesetzt, über die gar nicht erst groß geredet werden muss. Und zwar sowohl seitens derjenigen, die die Wahl machen, als auch seitens derjenigen, die dann antreten. Das Erste ist,
Bei der Wahl ist eins gleich klar sortiert, wer sie veranstaltet und wer sich dazu bitten lässt. Alles an der Wahl, an dem ganzen Prozedere, ist von vornherein, von oben, durch die politische Herrschaft längst geregelt, bevor der Bürger überhaupt Gelegenheit bekommt, sein Mitbestimmungsrecht auszuüben. Da ist der Wähler eine total passive Figur und hat da überhaupt nichts zu melden. Damit das Volk überhaupt wählen kann, braucht es jemanden, der ihm das Angebot zum Wählen unterbreitet. Es ist ja nicht so, dass massenhaft Leute auf die Straße gehen, öffentlich klarstellen, jetzt reicht es uns aber mit der Regierungspolitik, wir wollen eine andere, also muss jetzt was passieren. Sondern die Wahl wird von oben angesetzt, in regelmäßigen Abständen, läuft dann ab und hinterher geht die Politik im Lande weiter und der Wähler ist wieder der normale Bürger, der seinem Dackeltagsalltag nachgehen darf, wie soll. Die Wahl setzt also eine sehr grundsätzliche Sortierung der Leute voraus, die in diesem Lande was zu erledigen haben. Ein sehr kleiner Teil dieser Leute, das sind die politischen Führer, die politischen Macher. In der Öffentlichkeit hat sich für diese Leute auch der Begriff der politischen Klasse eingebürgert. Und diese zum Führen berufenen Leute rufen die anderen, die eben das Volk oder die große Masse heißen, zu den Ohren. Und diese politische Führung legt mit den Programmen und Personen, die zur Wahl stehen, alles Entscheidende vorweg fest. Die Parteien und Personen, die zur Wahl stehen, können gewählt werden, andere nicht. Und wo da die Grenzen sind, legt die Verfassung fest, legt das Bundesverfassungsgericht und die anderen Gerichte fest, beziehungsweise die Wahlkommissionen, die dann darüber entscheiden, welche Partei Gelegenheit bekommt, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und weil das so ist, steht ein Ergebnis der Wahl von vornherein fest, egal wie sie so quantitativ verteilungsmäßig ausfällt, sie bestätigt diese Sortierung der Menschheit in oben und unten, in diejenigen, die das Sagen haben, die das politische Leben im Land organisieren, die definieren, nach welchen Kriterien und Regeln es vor sich geht, und den anderen, die sich diesen Regeln anzupassen haben, die das Angebot zum Wählen annehmen dürfen, wenn es ihnen gemacht haben und ansonsten im politischen Getriebe nichts zu sagen haben. Das unterschreibt man als Wähler ganz stillschweigend und ohne sich darüber überhaupt Gedanken machen zu müssen. Das ist sozusagen, wenn man so will, die feste, selbstverständliche Grundlage des Wählens. Ja, da gibt es eine politische Herrschaft, eine Anzahl von Leuten, die in den wesentlichen Entscheidungsfunktionen in diesem Land sitzen, die mit ihrer Tätigkeit festlegen, was der Rest der Menschheit in diesem Land darf, was ihm erlaubt wird, was ihm an Zahlungen zukommt oder was ihm an Zahlungen entzogen wird. Und dann gibt es eben den großen Rest und das sind eben diejenigen, die dann als Wähler in Aktion treten dürfen, wenn die Wahl gerade mal angesagt ist. Die Alternativen, die dem Wähler offenstehen, liegen ganz auf der Seite der Herrschaft, der politischen Macht, die ihm diese Alternativen anbietet. Und die einigermaßen trostlose Rolle des Wählers besteht darin, dann zwischen diesen Alternativen entscheiden zu dürfen. Wenn er diese Entscheidung trifft, erbringt er aber allerdings eine Leistung, und die ist nicht zu unterschätzen. Der entscheidet nämlich darüber in seiner großen Masse, der Wähler, wer in solche Herrschaftspositionen in diesem Lande hineingelangt. Wer ein Amt übernimmt, wer Kanzler wird, wer ins Parlament kommt, regieren darf. Und diese Ämter, in die die Führungsfiguren, die dazu antreten, hineinkommen, das sind nicht einfach arbeitsteilige Funktionen. Das ist nicht einfach so, dass da Leute Aufgaben wahrnehmen, Regelungsaufgaben, die eben nötig sind, wie zum Beispiel die Organisation eines Wasserwerks oder die Leitung eines Symphonieorchesters, sondern das sind eben Leute, die Macht über die anderen ausüben, die Gesetze erlassen, Vorschriften, gültige Vorschriften festlegen
und damit über die Lebensbedingungen und das Schicksal des Rest der Menschheit praktisch entscheiden. Ein politisches Amt ist eben eine Machtposition und deswegen ist es für diejenigen, die dahin wollen, auch so wichtig, da machen sie auch gar kein Geheimnis daraus, dass die Mehrheit der Stimmen der Wähler bei ihnen landet, weil sie eben sich zur Machtausübung berufen fühlen und die gerne ausüben wollen. Und das in der Demokratie eben die Art und Weise ist, wie man in eine solche Position, in eine solche Kommandoposition in dieser Gesellschaft kommt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Wähler bestätigt und bekräftigt mit der Wahl nicht bloß diese Sortierung der Personen in oben und unten. Er bestätigt gleichzeitig auch die gesamte öffentliche Ordnung, die von diesen Ämtern aus geregelt wird, gemanagt wird. Mit der Wahl wird stillschweigend und ganz selbstverständlich das ganze politische System dieses Landes, das politische und ökonomische System, abgehakt, einfach als gültig unterstellt und unterschrieben. Einmal die politische Organisation des Landes, den politischen Apparat, angefangen oben von den entscheidenden Entscheidungsfunktionen bis runter dazu, wer welche Aufgaben der Verwaltung übernimmt. Und damit, mit der Bestätigung dieser Einrichtung der Staatsmacht, ist in unserer Gesellschaft auch schon darüber entschieden, was dieser Apparat praktisch zu tun hat. Das ist nicht einfach ein neutrales Sammelsurium von Entscheidungspositionen, sondern die haben ja immer schon Namen und Aufgaben. Die kennt man ja. Justizministerium gibt es da, ein Wirtschaftsministerium, ein Finanzministerium, ein Verteidigungsministerium. Und was diese Ministerien zu tun haben, welche Aufgaben die erfüllen, das liegt fest. Das geht auch aus dem Wahlkampf hervor, dass das festliegt. Da geht es ja dann zum Beispiel um die Frage, bleibt Deutschland in Afghanistan oder geht es da in 5 Jahren wieder raus? Und bei dieser Frage ist ja unterstellt, dass es eben ein Militär, ein Verteidigungsministerium gibt, das sich mit solchen Fragen zu befassen hat und autonom darüber entscheidet, wie dieser Krieg läuft, was Deutschland da zu tun hat und wann und es für vernünftig erachtet, ihn eventuell zu beenden. Genauso beim Wirtschaftsministerium, da ist klar, worum es dabei geht. Wachstumsförderung, Subventionen für Betriebe, Rettung der Banken. Auch da gibt es ja keinen Dissens in irgendeiner Hinsicht, was die Politik dann zu tun hat. Das liegt eben mit diesen Institutionen fest. Und was sich ändert, sind die Personen, die diese Funktionen und Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse übernehmen. Also das alles unterstreicht man als Wähler, wenn man sein Wahlkreuz macht. Man erklärt sich damit einverstanden. Übrigens muss man das selber gar nicht wissen. Und muss selber auch gar kein Bewusstsein davon haben. Das ist quasi objektiv in diesem Wahlakt selbst festgezurrt. Man unterschreibt, worin man überhaupt in diesem Land mitzureden hat und worin nicht. Worin man nicht mitzureden hat, ist alles praktisch, was das eigene Leben wirklich bestimmt. Alle Maßnahmen und Entscheidungen, von denen man selber als Wähler betroffen ist. Und worin man mitzubestimmen hat, ist eben genau diese Frage, wer darf diese Entscheidung treffen und wer muss in die Opposition gehen. Und es ist ja auch überhaupt gar kein Geheimnis. Es ist sogar im Gegenteil so, dass die Politiker genau mit dieser Tatsache selber Wahlkampf machen. Es ist überhaupt gar kein Geheimnis, dass die Tätigkeiten, die die Entscheidungsbefugten ausüben, dem normalen Bürger in großen Teilen überhaupt gar nicht gut bekommen, dass sie negative Wirkungen auf einen haben. Dann gibt es dann eine Debatte zum Beispiel um die Frage, soll das Rentenalter auf 67 erhöht werden oder soll es bei 65 bleiben? Und jeder weiß,
je nachdem, wie das Parlament zusammengesetzt ist, je nachdem, wie es sich halt gerade im Anblick der Rentenkassen entscheidet, trifft es einen dann entweder so oder so, aber treffen tut es einen auf jeden Fall. Diese beiden Dinge sind die ersten entscheidenden positiven Leistungen der Wahl. Und es ist eben so, dass diese positiven Leistungen der Wahl in der Wahl selber gar nicht zur Sprache kommen, dass sie sozusagen selbstverständlich abgehakt sind. Ja, das sind die Lebensverhältnisse, in denen wir leben. Ja, das sind die Ziele und Zwecke, um die es in dieser Gesellschaft geht. Ja, das ist meine Stellung in dieser Gesellschaft. Das alles wird quasi als gegenstandslos bezogen auf die Frage, worüber hat der Wähler eigentlich ein Wort mitzureden, abgehakt. Und entscheiden darf er darüber, wer dann in den nächsten Jahren ihn kommandiert, ihn regiert, ihm vorsemmelt, wie hoch das Arbeitslosengeld ist, ob sein Betrieb Subventionen bekommt, ob es einen Kindergarten gibt und so fort. Die Herrschaftspositionen stehen fest und mit ihnen alle entscheidenden Inhalte dessen, was die Politik zu machen hat. Regiert wird ein Kapitalstandort und wenn es denen schlecht geht, ist auch klar, dann ist die Aufgabe der Politik, diesen Kapitalstandort wieder auf Vordermann zu bringen. Und der normale Mensch kommt in diesem Programm des auf Vordermannbringens des Kapitalstandorts genauso vor wie nach der Wahl, wie er vorher auch schon vorkommt. Entweder er darf den fragwürdigen Vorteil arbeiten dafür, dass wieder Wachstum herbeikommt, er darf Steuern zahlen oder er hat das Pech, im Verhältnis dazu gar nicht erst einen Arbeitsplatz zu bekommen, von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Und so viel kann man eigentlich oder könnte man, muss man eigentlich sagen, schon dem ersten Augenschein entnehmen, wenn man sich anguckt, wie dieser Staatsapparat vorgeht und wie der organisiert ist, der diesen Kapitalstandort betreut. Offenbar braucht es ziemlich viel Einsatz von Macht. Offenbar braucht es ziemlich viel Einsatz von Kommando über die Lebensverhältnisse der Leute, damit diese Sorte Gesellschaft überhaupt funktioniert und ihren normalen Gang geht. Und im Übrigen hat man an der Stelle, wenn man sich das mal klar gemacht hat, ja, der Wähler wählt die Personen, die Parteien, die mögen ja durchaus auch divergierende Vorstellungen darüber haben, wie zum Beispiel Krisenbewältigung geht. Die Grünen schreiben dann auf ihr Plakat, nur der grüne Weg führt aus der Krise. Aber eins ist klar, darum geht es, aus der Krise kommen und die Instrumente, mit denen das Land aus der Krise geführt werden, stehen auch weitestgehend fest. Diskussionen gibt es dann über das beste Konzept, aber nicht um das Ziel und den Zweck und auch nicht darüber, welche Rolle welcher Bürger in dieser Krisenbewältigung zu spielen hat. Die ganze Wahl, die ganze Beteiligung der Bürger an der Herrschaft beruht darauf, dass in unserem Land, in der Demokratie, diese Ämter, diese Herrschaftspositionen getrennt existieren von den Leuten, die sie jeweils besetzen. Und das ist überhaupt die praktische Grundlage dafür, dass das Auswechseln der Herrschaftsfiguren so problemlos geht. Dass es überhaupt machbar ist zu sagen, hallo Leute, ihr dürft jetzt entscheiden, ob die Merkel nach der Wahl weiter Kanzler ist oder eventuell der Steinmeier. Dass das ein Beitrag zur Herrschaft ist, ein Beitrag zum Funktionieren des Staates ist. Das unterstellt eben, dass für den Weg der Nation, für das, worauf es bei ihr ankommt, es eben gar nicht so fürchterlich wichtig ist, ob es jetzt Steinmeier oder Merkel ist, weil die beide im Prinzip dasselbe wollen und weil sie beide als Figuren, die diese Ämter ausüben, die gleichen grundsätzlichen Ziele und Zwecke verfolgen. Das heißt,
der Wähler, der Mensch, der von der Politik betroffen ist, der sie tagtäglich als allgegenwärtige Bedingung seiner Lebensführung praktisch erfährt, der hat in der Wahl eine etwas eigentümliche Aufgabe. Die Wahl stellt ihn vor die Entscheidung, bei dem er die Macht, die selber gar nicht zur Debatte steht, und der er sich vor der Wahl und die nach der Wahl unterwerfen muss, bei denen er die am besten aufgehoben sieht. Er hat vor wie nach der Wahl nichts darüber zu sagen, was diese Herrschaft tut, ob sie ihm Vorteile oder Nachteile bringt, darauf hat er gar keinen Einfluss. Er hat sich, egal welche Regierung drankommt, ob es die ist, die er gewählt haben wollte oder eine andere, hat er sich den Gesetzen zu unterwerfen, die dann hinterher beschlossen werden. Und gerade aus dieser Rolle des gesetzestreuen Untertanen heraus ist er aufgefordert zu sagen, ja, den hätte ich gerne als Regenten über mich und die nicht. Das ist schon ein kleiner Widerspruch. Alle Unzufriedenheit, alle Kritik, die man an dem hat, was die Politik mit einem macht, zu übersetzen, zu überführen in die einzige Entscheidung, die einem überhaupt offen steht, nämlich haargenau das, was mir vorher Schwierigkeiten gemacht hat, soll in Zukunft von jemand anders erledigt werden. Und im zweiten Teil meines Vortrags werde ich der Frage nachgehen, wie geht dieser Widerspruch eigentlich praktisch, also wie funktioniert das eigentlich, sage ich mal, dass der Mensch, der der Politik unterworfen ist und ihr zu gehorchen hat, gleichzeitig sich daran beteiligt, sich über diejenigen zu entscheiden, denen er sich zu unterwerfen hat. Zunächst mal aber, bevor ich auf diesen Punkt komme, will ich noch ein paar Takte zu der Veranstaltung Wahl selber sagen. Und zwar deswegen, weil ich meine, dass man an dieser Veranstaltung selbst nochmal sehr schön studieren kann, dass es wirklich nur um diese Bestellung der Herrschaftspositionen geht, um die aber dann eben schon. Was ist dem Wähler denn als Entscheidungsverfahren überantwortet? Das Verfahren kennt jeder, aber ich benenne es trotzdem nochmal. Jeder gleich und frei, egal ob er Arbeiter, Student, Kapitalist, sonst was ist, hat eine Stimme. Er darf ein Kreuz bei einem Kandidaten bzw. bei einer Partei machen, die er bevorzugt. Diese Stimmen werden ausgezählt und je nach Wahlsystem kommt dann ein Zahlenverhältnis heraus und an dem Zahlenverhältnis entscheidet sich, welche Politiker Garnitur die Macht bekommt. Das ist die Betätigung des sogenannten Wählerwillens. Und das ist eine höchst merkwürdige Betätigung des Willens. Man muss sich mal überlegen, wie kommt der eigene Wille eigentlich in dieser Aktion überhaupt vor? Ein Kreuz ist eigentlich eine Willensäußerung ohne Inhalt. Was der Wähler sich dabei denkt, warum der jetzt zum Beispiel gerade sagt, ja, die Grünen kriegen meine Stimme oder die Linkspartei oder die CDU, der kann sich dabei denken, was er will. Im Wahlakt selbst kommt alles, was er sich dazu gedacht hat, ausdrücklich nicht vor. Und das kommt nicht nur nicht vor, sondern das soll da auch gar nicht vorkommen. Wenn man ein Kreuz vor den Grünen macht und dann hinterher einen Kommentar dazu schreibt und sonst steht, ich wähle die Grünen, weil ich deren Umweltpolitik schätze, dann ist der Wahlzettel ungültig. Die Beifügung eines Auftrags in dem Sinne, dass man sagt, hallo Partei, ich habe dich gewählt, weil du Folgendes machen sollst, die ist im Wahlakt selber ausdrücklich ausgeschlossen und verboten. Und das könnte einen ja schon in gewisser Weise stutzig machen, weil das ist ja ein Hinweis darauf, dass es offenbar auch gar nicht gewollt ist, dass irgendwas, was der Wähler sich beim Wählen denkt, im Wahlresultat irgendwo noch erkennbar ist. Das soll er ja gar nicht tun. Er soll sich zwar seine Gedanken machen, aber beim Kreuz machen soll er sagen, was ich mir dazu gedacht habe, ist vollkommen wurscht, ich mache ein Kreuz und da kommt der Inhalt praktisch nicht mehr vor. Das ist das Erste. Das Zweite ist,
Jetzt hat man sein Kreuz gemacht und dann werden die Kreuze zusammengezählt und alle gemeinsam ergeben dann ein bestimmtes Wahlergebnis. Das ist also, wenn man so will, eine gewisse Art kollektiver Willensäußerung, aber die Kollektivität dieser Willensäußerung, die Gemeinsamkeit an ihr, hat überhaupt keinen gemeinsamen Inhalt. Irgendeine Verständigung der Wähler darüber, ja, wir setzen uns jetzt zusammen und überlegen, wir hätten jetzt gern folgenden Menschen, der sich mal in Zukunft über die Verkehrspolitik kümmert. Die ist ja ausdrücklich im Wahlakt ausgeschlossen. Es gibt ein Wahlgeheimnis. Jeder Wähler soll ganz für sich autonom und gerade deswegen völlig belanglos und unerheblich sich zu einem Kreuz durchringen. Und diese Art Zusammenfassung der Willen, da merkt man, da wird schon wieder abstrahiert. Da wird vom Inhalt des jeweiligen Wählerwillens abstrahiert, der kommt schon wieder gar nicht vor, sondern vorkommt eben nur das quantitative Ergebnis. Und das unterstreicht übrigens nochmal, dass dem demokratischen Wahlakt eins völlig fremd ist. Jede Gemeinsamkeit des Überlegens und Beschließens. Jede Gemeinsamkeit des, wir wollen jetzt Folgendes, das diskutieren wir jetzt und das machen wir jetzt, ist beim Wahlakt ausdrücklich nicht vorgesehen. Das soll gar nicht stattfinden und das soll auch als Ergebnis des Wahlakts gar nicht passieren. Das heißt, egal was die Wähler sich jeweils individuell beim Wählen denken, im Ergebnis taugt das Wahlkreuz überhaupt zu gar nichts anderem als zum Zusammengezähltwerden. Der einzelne Wähler ist ein vollkommen gleichgültiges Atom in einer Wählermasse und es bleibt eben wirklich von seinen ganzen Berechnungen und Kalkulationen und Überlegungen und Hoffnungen und Wünschen, mit denen er das Kreuz vielleicht begleitet, bleibt wirklich übrigens überhaupt nichts anderes übrig, als es hat eine Mehrheit für die CDU oder für die SPD gegeben. Und das ist kein Formalismus. Das ist überhaupt kein Formalismus. Schon gar nicht, wenn man sich überlegt, warum einem die Wahl eigentlich überhaupt als Aktivität des eigenen Willens angeboten wird. Angeboten wird sie einem ja immer mit dem Argument, hallo, hier Bürger, hier hast du mal Gelegenheit, die Politik zu beeinflussen. Und wenn man sich das Angebot dann mal anschaut, mit dem man die Politik beeinflussen darf, stellt man fest, ja, da kommt Beeinflussung gar nicht vor. Da kommt wirklich bloß diese abstrakte Willensäußerung, wer soll es sein, vor, man geht in der Masse unter. Und das Resultat ist dann eben ein Mehrheitsverhältnis, mit dem die Politik dann nach ihrem Belieben umgehen kann. Und insofern nimmt der Wähler, wenn er wählt, praktisch, auch dessen muss er sich gar nicht bewusst sein, eine Stellung zum eigenen Interesse ein. Er erklärt sich nämlich praktisch, egal ob er das so sieht oder überhaupt reflektiert, erklärt sich praktisch damit einverstanden, dass das eigene Interesse, was ja immerhin von der Politik betroffen ist, beim Wahlakt schlicht und einfach gar nicht vorkommt. Das tut er. Das wird ihm abverlangt, ohne dass irgendeiner das zum Gegenstand macht. Im Gegenteil, es wird ja immer das Umgekehrte behauptet. Hallo Wähler, das ist deine große Chance. Du darfst hier auch, du hast hier auch was zu sagen, zwar nur alle 4 Jahre, aber immerhin. Ob die drankommen, die man gewählt hat, völlig offen. Ob diejenigen, die dann drankommen, auch nur im Entferntesten das machen, was man sich selbst überlegt hat, auch völlig offen. Und das ist nicht zuletzt deswegen völlig offen, weil die Leute ja aus vollkommen gegensätzlichen Gründen die gleiche Partei wählen können. Die sind sich ja gar nicht in der Sache einig, warum sie jetzt die oder jene Partei wollen, sondern eben wirklich nur darin, in Anführungsstrichen, einig, dass diese Partei die Mehrheit bekommen soll. Und insofern ist die Wahl eben haargenau die passende Form der Zustimmung zum Regiertwerden. Weil mehr und anderes lässt sich mit einem Wahlkreuz schlechterdings auch überhaupt nicht mitteilen, als dass man eine
bestimmte personelle Besetzung der Herrschaft haben will und eine andere nicht. Der Inhalt der Wahlentscheidung, der kommt rein durch diejenigen, die gewählt werden. Die verleihen ihr nämlich immer einen Inhalt. Die Leute, die dann auf diesem Weg entweder in die Führungsposition kommen oder diesen Führungspositionen ein bisschen näher kommen, weil ihre Stimmanteil gestiegen ist, oder die in die Opposition gehen müssen, die stellen sich immer nach der Wahl hin und interpretieren das Wahlergebnis. Der Steinmeier zum Beispiel hat sich nach den Landtagswahlen hingestellt und hat gesagt, dieses Land will nicht schwarz-gelb. Das ist seine freie Interpretation des Wahlergebnisses, deswegen kommt natürlich sofort auch der nächste Politiker und behauptet das Gegenteil. Und das können sie beide so frei tun, weil man das der Quantität ja nun auch wirklich gar nicht ansehen kann, ob irgendein Wähler sich das dabei gedacht hat, ich mache jetzt mein Kreuz bei den Linken oder bei der SPD, weil ich Schwarz-Gelb nicht will. Die Politik leitet nach der Wahl aus diesem abstrakten Wählerwillen hinterher genau das ab, was sie vorher auch schon wollte. Sie entnehmen aus dem Wählerauftrag gar nichts anderes als, wir dürfen jetzt regieren und mehr ist ihnen ja auch damit gar nicht mitgeteilt worden. Und daran sieht man abermals, wozu dieser Wahlakt eigentlich von der Seite der Herrschaft gut ist. Er ist eben ein Berufungstitel für alles, was die Politiker dann machen. Mit ihrer Stimme ermächtigen die Wähler, die Politik handlungsfrei zu regieren. Sie erteilen ihre Zustimmung dazu, dass die das machen sollen, eben ganz abstrakt und inhaltsleer Zustimmung pur. Sie unterschreiben die Zuständigkeit der Politik für all ihre Lebensverhältnisse, ja, die an denen hängt es, von denen hängt es ab, von deren Entscheidung hängt es ab, was aus mir wird. Aber ich selber habe in der Frage, was die dann tun und was für mich dabei rauskommt, nichts zu melden. Das unterschreibt der Wähler, wenn er sagt, ich beteilige mich als kleine Atomwählerstimme an dieser Veranstaltung. Und insofern ist es auch gar kein Wunder, dass Politiker erstens sehr viel Wert darauf legen, dass ganz viele Leute zur Wahl gehen und zweitens sich immer hinterher bei ihren Wählern bedanken, wenn sie drangekommen sind, denn die haben wirklich was von der Wahl. Die sind, wenn sie gewählt sind, nicht einfach Herrscher, nicht einfach Regierende, sondern sie sind Regierende mit der Zustimmung derjenigen, die regiert werden. Die entnehmen die Legitimität, die Berechtigung ihrer Taten aus dieser Zustimmung, berufen sich darauf. Und das tun sie auch und gerade gegenüber jeder Sorte Unzufriedenheit, die dann hinterher in der nächsten Legislaturperiode laut wird. Da beschließen sie was und vielleicht gehen dann mal Leute auf die Straße und machen eine Demo und sagen, das haben wir nicht gewollt, deswegen haben wir euch nicht gewählt. Und dann erfahren sie die Antwort von den Politikern, wir beugen uns nicht dem Druck der Straße. Wir haben Handlungsfreiheit, wir haben die Entscheidungskompetenz und die üben wir aufgrund der Legitimierung durch die Mehrheit der Wähler aus. Und ihr seid bloß eine kleine, besondere Minderheit, die eben so viel Interessen haben können, wie sie wollen, aber an denen müssen wir uns überhaupt nicht orientieren. Und da haben Sie recht, das müssen Sie tatsächlich nicht. Man kann der Wahl also so viel positiv entnehmen. Es ist der Herrschaft offenbar sehr wichtig, sich vom Volk bestätigen zu lassen. Gerade weil das, was sie tun, den Leuten das Leben schwer macht, gerade deswegen ist es ihnen wichtig, dass genau die Leute, denen sie das Leben schwer machen, alle in regelmäßigen Abständen sagen, ja, angesichts aller Umstände, angesichts aller erfahrenen Unbill, bin ich dafür, dass es wieder eine Regierung macht, damit es im Lande weitergeht, damit die Ordnung funktioniert und so fort. So verschafft sich die Politik Handlungsfreiheit mit Berufung auf diejenigen, die sie regiert.
Und insofern ist es gar nicht schwer zu ermitteln, was die Herrschaft eigentlich vom Wählen hat. Ein bisschen schwieriger, und damit komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführungen, ein bisschen schwieriger ist es zu ermitteln, was eigentlich der Wähler meint, was er davon hat, wie bei dem eigentlich die Berechnungen gehen, die ihn dazu führen, aus der Unzufriedenheit mit der Politik einen Akt der positiven Zustimmung zu ihr zu machen. Damit will ich mich in meinem nächsten Punkt im zweiten Teil befassen. Der zerfällt wieder in zwei Abschnitte. Erstens, wie geht die Bildung des Wählerwillens? Und zweitens, welche Angebote machen eigentlich die Politiker den Wähler, damit er seinen Willen so bilden lässt und dann tatsächlich am 27. September in die Wahlurne geht. So viel ist ja klar. Ich habe jetzt versucht zu erläutern, was eigentlich der objektive Gehalt dessen ist, was man tut, wenn man wählen geht. Das ist immer ganz nützlich, um die methodische Bemerkung mal einzuflechten, dass man unterscheidet zwischen dem, was man eigentlich an einer bestimmten Stelle objektiv macht, von den Vorstellungen, den subjektiven Vorstellungen und Interessen, die man hat, warum man das macht. Weil wenn man das öfter mal täte, käme man vielleicht auch darauf, dass da einiges nicht zusammenpasst. Ich kann das auch weniger methodisch ausdrücken. Ohne ein gerüttelt Maß an Illusionen und falschen Vorstellungen darüber, worum es beim Wählen geht, geht Wählen nicht. Da muss man sich lauter Gedanken über die Politik und über die eigene Stellung in der Politik machen, die schlicht und einfach nicht stimmen, die gar nicht die Wahrheit des Verhältnisses zwischen Politik und Bürger ausmachen, sondern im Wesentlichen eigentlich bloß die eigene subjektive Bedürfnislage, so hätte man es gerne, angesichts der ständigen praktischen Erfahrung, dass es gar nicht so ist, wie man es selber gerne hätte. Anders ausgedrückt, der Wähler geht natürlich nicht deswegen wählen, weil er einfach der Herrschaft zustimmen will und sich ihr unterwerfen will. Der Wähler geht wählen, weil er denkt, er hätte tatsächlich bei der Wahl eine Gelegenheit, irgendwie doch Einfluss zu nehmen auf das, was ihm von oben vorgesammelt wird. Wie gesagt, ich habe erläutert, das ist praktisch nicht der Fall. Das kann bei dieser Sorte Bestellung der Herrschaft gar nicht der Fall sein. Nichtsdestotrotz, eingebildet wird es sich. Und was eigentlich die Grundlage dieser Einbildung ist, warum die sich so konstant hält, sag ich mal, dieser Frage will ich im Folgenden ein bisschen nachgehen. Es ist ja auch gar nicht so, dass die Politiker, die Wahlkampf machen, den Wählern ihre Unzufriedenheit mit der Politik ausreden wollen. Die fordern sie ja gar nicht zum Wählen auf mit dem Argument, Leute, ist doch alles toll hier im Land, wir haben alles wunderbar für euch gerichtet, blühende Landschaften, es geht aufwärts, jeder hat einen guten Lohn und kommt gut zurecht. Und dafür wollen wir jetzt bitte schön eure Dankbarkeit, macht mal ein Kreuz. So geht es ja gar nicht zu. Sondern die Wahlkämpfer treten ja durchaus an mit Argumenten, wo sie immer sagen, ja, wir verstehen schon, dem Bürger geht es nicht gut, der hat es schwer. Das ist eine ganz schwierige Lage für den, das ist uns vollkommen bewusst. Gibt der Unzufriedenheit recht und verbreiten dann Argumente, warum gerade aus ihr eine Stimme für Merkel, Steinmeier oder sonst wen folgen soll. Sie überantworten dem Wähler die Entscheidung darüber, wer am besten regiert. Und diese Frage legen sich die Leute tatsächlich vor. Und da ist es vielleicht mal interessant, der Frage nachzugehen, was heißt denn da eigentlich am besten? Was ist denn eigentlich der Inhalt dieses am besten regieren, dass das Kriterium dafür abgibt, hinterher ein Wahlkreuz zu machen? Einfach das Beste fürs eigene Interesse kann es nicht sein. Dann kämen nämlich lauter gegensätzliche Gründe dafür raus, warum man
welche Politik inhaltlich im Land gemacht haben will. Da würde ein Arbeiter ganz andere Gründe fürs Wählen haben als ein Unternehmer, ein Mieter ganz andere Gründe als ein Vermieter. Da ging es um den Inhalt der Politik und da kämen nie Kreuze auf einem Wahlzettel zustande, sondern ein gesellschaftlicher Streit um die Frage, welches Interesse bekommt Recht und welches Interesse kann sich gegen das andere durchsetzen. Also gerade nicht Vereinheitlichung der Bürger zu einem Volk, was gemeinsam abstimmt, sondern die Austragung von lauter Gegensätzen, die im Land unterwegs sind und an denen sich die Leute abzuarbeiten haben. Also einfach am besten für sich, für das eigene Interesse an einem Lohn, an einem Arbeitsplatz, an Studiengebühren, kann es nicht sein. Und das erwartet übrigens der Wähler auch gar nicht. Leute, die sich zu dem Standpunkt durchgerungen haben, wir müssen uns überlegen, wer am besten regieren soll, die gehen da nicht davon aus, dass die Politik sich einfach danach richtet, was sie brauchen. Die erwarten vom Steinmeier gar nicht, dass er nach der Regierung sich hinstellt und sagt, ich sorge jetzt praktisch dafür, dass jeder einen guten Lohn und eine anständige Wohnung haben. Kein Mensch, jeder Mensch, dem man sowas vorlegen würde, würde sagen, ja, das ist doch sowieso völlig klar, das ist völlig unrealistisch. Das ist jedem praktisch vertraut und selbstverständlich, dass es beim Herrschen prinzipiell erstmal um was anderes geht, als um die kleinen Interessen des Wackeltags, Alltags des normalen Menschen. Dass es da eben um so höhere Fragen geht, wie Bankenrettung, wie den Staatshaushalt in Ordnung bringen, wie einen Krieg führen oder auch nicht. Also Aufgaben der Herrschaft, in denen der normale Mensch erstmal so gar nicht vorkommt, in denen sein Interesse irgendwie gar nicht Gegenstand ist. Und auch das haben die meisten Leute bei uns im Land leider ziemlich gefressen, dass wenn es um diese großen Fragen geht, man selbst für dieses große Ganze auch zurückstecken und Opfer bringen muss. Wenn sich ein Verteidigungsminister bei der Einweihung eines Ehrenmals hinstellt und sagt, deutsche Soldaten sterben für Deutschland im Ausland und deswegen brauchen wir eine Stelle, wo sie gewürdigt werden, dann hört man keinen Aufschrei in der Bevölkerung nach dem Motto, wieso soll ich eigentlich für Deutschland sterben, was habe ich eigentlich davon? Offenbar kann der Verteidigungsminister so etwas widerspruchslos sagen, kann also richtig ansprechen, dass da bis zur Opferung des eigenen Lebens von Leuten gefordert wird, für ihren Staat einzutreten und nicht umgekehrt. Und ihnen brandet nicht ein Schrei der Empörung entgegen, sondern die meisten Leute nicken und sagen, ja, ja, das stimmt schon, wer sich das auf sich nimmt, der hat es wenigstens verdient, dass die Politik ihn dann hinterher würdigt. Das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber dieses extreme Beispiel soll nur verdeutlichen, dass die eigenen Interessen nicht zum Zuge kommen, ist eigentlich nur die eine Hälfte, dass, wenn die Krise bewältigt werden muss, weitere Arbeitsplätze dafür geopfert werden müssen. Das akzeptiert oder akzeptieren offenbar sehr viele Leute als selbstverständlich gegebene Sachlage. Also gehen nach der Seite hin gar nicht davon aus, dass das Regieren und ihr Interesse in irgendeiner Weise zusammenfällt, sondern gehen sogar in großen Teilen davon aus, dass das ziemlich auseinanderfällt. Andererseits ist es ja nicht so, dass der Bürger als Wähler seine materielle Lage einfach vergisst, dass er sich einfach hinstellt und sagt, ist mir doch scheißegal, was die da oben machen und wem mich das betrifft, ich will auf jeden Fall eine gute Regierung, sondern diese materielle Lage kommt in den Berechnungen beim Wählen durchaus vor. Die Frage ist allerdings, wie? Der Ausgangspunkt für dieses Wie ist bei jedem Bürger erstmal die gesellschaftliche Stellung, die er in dieser Gesellschaft hat, und von der aus er mit den Umständen, die in diesem Lande herrschen, zurechtkommen muss. Als Arbeiter hat man besondere Interessen, Bedürfnisse, ist auf Leistungen der Politik angewiesen
ist von den Maßnahmen der Herrschaft in besonderer Weise betroffen. Nur der, der die Aussicht hat, von einer Rente leben zu müssen, hat das Problem, welche Rentenpolitik macht die Regierung überhaupt? In all diesen Hinsichten sind die Leute wirklich praktisch davon abhängig, in ihrer Lebensgestaltung, wie die Politik sich in der einen oder anderen Frage praktisch entscheidet. Und sie sind nicht nur davon abhängig, sondern sie stehen mit diesen Interessen auch durchaus im Gegensatz zueinander, wollen Unterschiedliches und Gegensätzliches von der Politik. Die Leistung des Bürgers, die überhaupt die Grundlage davon ist, dass er dann wählen geht. Und die erbringt er nicht erst in der Wahl, die muss schon irgendwie vorliegen, wenn jemand sich diese Fragen überhaupt stellt. Die Leistung des Wählers besteht darin, diese seine Stellung in der Gesellschaft als Student, als Arbeiter misszuverstehen als ein Berechtigungstitel für Leistungen der Politik. Die eigene Tätigkeit, die man macht, nicht als das zu nehmen, was sie ist, eine Anforderung, die einem von oben gesetzt wird, sondern umzudeuten in einen Beitrag, den man doch zum Gelingen des großen Ganzen bringt und weswegen man eigentlich auf Leistung der Politik Anspruch hätte. Übrigens, dieses man hätte eigentlich Anspruch an Leistung an die Politik. Die kommen aber immer nicht so rüber, wie man sie gerne hätte. Ist auch der Grund, warum Wähler erstens wählen gehen und zweitens aber dann hinterher immer von der Politik enttäuscht sind. Weil sie kriegen ja praktisch mit, dass dieses eigentlich, was sie da im Kopf haben, ich als Student erbringe doch eine Leistung. Ich studiere, um eine wichtige Funktion in dieser Gesellschaft ausüben zu können. Ich lerne fleißig und da müsste der Staat doch mir finanziell unter die Arme greifen, statt mir Studiengebühren aufzuhalten. So ungefähr denken Studenten, die an den Staat herantreten und sagen, du mit deiner Bildungspolitik müsstest doch mir Gelegenheit geben, studieren zu können. Die täuschen sich, die Leute. Die täuschen sich sehr grundsätzlich, weil die politische Herrschaft die ganze Sache genau umgekehrt sieht. Die sagt, ja, wie viel Akademiker braucht das Land und was müssen wir uns als das als Staat kosten lassen? Dann rechnen sie das aus, die Zahl der Studienplätze fest, definieren, welches Quantum Geld dieser Staatsaufgabe im Staatshaushalt ausüben soll und lassen die Leute dann antreten und darum konkurrieren, wie sie dabei zurechtkommen, wie weit sie in der Konkurrenz um diese begehrten Studienplätze und um diese begehrten Jobs, die dann daraus erwachsen, herauskommen. Im Grunde stellt der Student, aber es macht der Arbeiter, der sagt, die Politik müsste sich doch darum kümmern, dass ich einen Arbeitsplatz habe, oder die darf doch nicht einfach das Arbeitslosengeld streichen, der müsste doch auch daran gelegen sein, dass ich meine Arbeitskraft weiter verkaufen kann, weil meine Arbeitskraft ist doch nicht bloß für mich nützlich, sondern für das Land. In diesem Gedanken ist das Verhältnis von Staatsgewalt und Politik und dem Bürger schlicht und einfach auf den Kopf gestellt. Der Student, der Arbeitnehmer, der so denkt, denkt sich die Sache so, ich will doch mich nützlich machen, ich will doch, das was ich tue, ist doch ein wichtiger Beitrag zum Land, dafür müsste ich doch auch vom Staat her Unterstützung bekommen. Der deutet also die staatliche Politik um in eine Dienstleistung an seinem Interesse mit dem Argument, ich mache das doch nicht nur für mich, sondern ich mache das doch für die Gemeinschaft, in der ich dann hinterher tätig war. Mütter beherrschen übrigens dieses Argument durchaus auch. Die sagen, aber der Staat will doch, dass ich arbeiten gehe, der will doch, dass ich mich selbst ernähre, also müsste er mir doch einen Kindergarten hinstellen. Die Politik guckt in ihre Staatskassen und sagt, schauen wir mal, ob da Geld für vorhanden ist. Und dann entscheidet sie oder auch nicht, dass es die Kindergarten in einer bestimmten Quantität gibt und wer eben nicht damit zurechtkommt, der hat halt Pech gehabt. Die Politik beurteilt die Anstrengung der Leute von haargenau dem umgekehrten Standpunkt. Machen die sich nützlich für mich
Und wenn Sie das tun, was kostet es mich, Sie darin zu unterstützen? Der prospektive Wähler und Bürger betrachtet die Sache so, dass eigentlich ihn die Politik doch nicht hängen lassen dürfte. Und die da oben dürften mich doch eigentlich nicht hängen lassen, weil sie sind doch auf meine Leistung angewiesen. Das ist der erste fatale Schritt zu der Frage, wen will ich denn dran haben? Weil aus diesem eigentlich ergeben sich dann auch die Kriterien und die Maßstäbe, an denen die Parteien gemessen werden. Wer von vornherein davon ausgeht, dass mehr als ein Arbeitsplatz ihm in dieser Gesellschaft sowieso nicht zugutekommen kann, der deswegen, weil er ihn braucht, auf staatliche Leistung angewiesen ist und der deswegen eine Politik braucht, die sich darum kümmert, dass er das auch kann, der begutachtet halt die Parteien unter diesem Gesichtspunkt und sagt, dem traue ich das eher zu, was für Arbeitsplätze zu tun, als einem anderen. Und auf diesem Weg kommt dann das zustande, dass eine Mehrheit der Wähler den Herrn Guttenberg für den beliebtesten Politiker halten. Wie geht da die Denke? Wie muss man zu seinem eigenen Interesse und zu seinem eigenen Bedürfnis stehen, wenn man ausgerechnet, sage ich mal, als Arbeitnehmer, der die Krise mit seinem Lohn und seinem Arbeitsplatz auszubaden hat, der hergenommen wird von der Wirtschaft und von der Politik mit seiner Arbeitskraft, um die Wirtschaft wieder rentabel zu machen und das Wachstum in Deutschland mit seiner Arbeit herbeizuarbeiten. Wie kommt der ausgerechnet darauf zu sagen, der Wirtschaftsminister, der wirklich alles für die Wirtschaft tut, den finde ich auch den besten? Ja, der Mensch denkt ungefähr so. Ich brauche einen Arbeitsplatz, weil das die einzige Art und Weise ist, wie ich an Geld komme. Wovon hängt das ab? Das hängt davon ab, das hat er gelernt, und das wird ihm jeden Tag 27 Mal erzählt, das hängt davon ab, dass der Betrieb rentabel ist. Rentabel ist der Betrieb aber nur, wenn er Gewinne macht, und damit er Gewinne macht, darf die Lohnhöhe kein Hindernis für den Gewinn sein. Also muss ich bereit sein, dafür, dass ich überhaupt arbeiten darf, Abstriche zu machen an dem Grund, weswegen ich überhaupt arbeiten gehe. Also auf Lohn zu verzichten, damit ich überhaupt einen kriege. Und übrigens, die Politik sorgt dann mit der Einrichtung von Hartz IV dafür, dass der Mensch gute Gründe hat, diese Berechnung anzustellen, weil er weiß ja, was mit ihm passiert, wenn er seinen Arbeitsplatz verliert. Das fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern ist von der Politik auch ja so aus eingerichtet, dass er dann eben in eine Existenz fällt, die menschenwürdig zu nennen, man sich in gewisser Weise scheut. Also, die Betriebe müssen rentabel sein. Wie werden die Betriebe rentabel? Ja, nur dadurch, dass Wachstum herbeikommt. Wie kommt Wachstum herbei? Indem sich ein Wirtschaftsminister ausschließlich darum kümmert, wie dieses Wachstum in der Wirtschaft zustande kommen kann. Und dann stellt sich ein Guttenberg in der Bild-Zeitung, der meistgelesenen Zeitung der abhängig Beschäftigten, hin und sagt als Wahlkampfargument Folgendes: Ich möchte mit einem weit verbreiteten Irrglauben aufräumen, Doppelpunkt, das Eingreifen des Staates in ein Unternehmen schützt nicht vor Arbeitsplatzabbau. Ja, der Mensch ist knallhart. Der sagt den Leuten, ist doch eh klar, dass ihr die letzte abhängige Variable seid von allen Maßnahmen von Staat und Kapital fürs Wachstum. Ist doch arschklar, dass in dieser schwierigen Lage Rentabilität der höchste Maßstab ist. Also müsst ihr auch einsehen, dass gerade ihr euch als Arbeitern am besten gedient ist, wenn wir der Wirtschaft helfen und dass dabei Arbeitsplätze und Löhne und Lebensbedingungen über die Klinge springen müssen, das ist doch wohl vollkommen klar. Gelogen übrigens an diesem Spruch von Guttenberg ist Folgendes. Der tut so, als ob es ihm eigentlich um Arbeitsplätze ginge,
er bloß leider, weil aktuell Krise ist, sich nicht das tun kann, was er eigentlich gerne täte. Das ist der Schwindel an dem Zitat. Der streicht in den, der bedient durchaus das, den Standpunkt des Wählers, den Staat als Dienstleister zu betrachten. Der sagt, hallo Leute, ich wäre ja so unheimlich gerne Dienstleister an euren Bedürfnis. Bloß blöderweise ist Krise und deswegen geht das jetzt nicht. Komischerweise geht es nie. Und dass das nie geht, das liegt nun wiederum an den Zielen und Zwecken dieser Wirtschaft, dass eben Rentabilität das Erfolgskriterium der Wirtschaft ist. Und dass insofern die Frage, wie viele Löhne abfallen und wie hoch sie sind und wer sie überhaupt bekommt, immer eine abhängige Größe dessen ist, ob das Kapital dieses Wachstum innen und wie außen zustande bekommt. Die Kunst, ich benutze das Wort vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen, die Kunst des Wahlkämpfers an der Stelle ist, es besteht gerade die, den Menschen anzusprechen als jemanden, der von der Politik abhängig ist, der von der Dienstleistung der Politik auf die Dienstleistung der Politik angewiesen ist, der diese Dienstleistung einfordert und dem zu sagen, wenn ich dich jetzt schlecht behandle, beurteile mich nicht negativ deswegen, ich mache das nur, weil es sein muss und weil wir alle gemeinsam jetzt in einer schwierigen Lage sind. Komischerweise trifft es immer die gleichen, die diejenigen sind, die auch für die schwierige Lage mit ihrem Lebensunterhalt anstehen müssen. Das ergibt sich aber nicht aus dem, was der Herr Gutenberg macht. Das ist übrigens der Nutzen von dem, was ich am Anfang gesagt habe, es steht ja alles schon fest, vorher bevor gewählt wird. Und das ergibt sich aus den Sachgesetzen unserer Wirtschaft, die nun einmal so funktioniert, dass Rentabilität die absolute Existenzbedingung von allem und jedem in diesem Lande ist. Da macht sich der Gutenberg richtig zunutze, dass eben in der Wahl und mit der Wahl die wirklichen politischen und ökonomischen Ziele und Zwecke der Gesellschaft feststehen, beruft sich auf die, tut so, als wären die sowas wie naturgegeben und sagt dann den Leuten, ja, das müsst ihr doch einsehen, weil bei uns die Wirtschaft nun einmal so funktioniert, als wäre es gar nicht seine Leistung, dass sie so funktioniert. Deswegen muss man als Arbeitnehmer eben auch einsehen, dass man in der Krise auch mit Arbeitsplatzverlust zu rechnen hat. Leute, die eine solche Argumentation schlucken, denen, die sich die einleuchten lassen, das habe ich am Anfang gemeint, als ich gesagt habe, wählen ist verkehrt, den Standpunkt des Wählers einnehmen ist schädlich fürs eigene Interesse. Der hat sich mit ziemlich viel abgefunden. Der hat sich erstens damit abgefunden, dass seine Interessen so viel zählen, wie sie in den Berechnungen der Politik vorkommen. So viel und mehr nicht. Der hat sich damit abgefunden, dass die Politik ihm sagt, was sein Interesse gilt und dass er deswegen auch sich mit dem abfinden und einverstanden erklären muss, notgedrungen, was sie ihm zuweist aus ihren eigenen ökonomischen und politischen Berechnungen heraus. Der unterstellt, dass sein Geschick nicht in seiner eigenen Hand liegt, sondern in der Hand der Politik. Und weil das so ist, verfertigt er aus seiner Abhängigkeit von der Politik eine Anspruchshaltung an die Politik, die gar keine wirkliche Anspruchshaltung in dem Sinne ist, dass man jetzt wirklich die Forderung aufstellt, macht das gefälligst hier da oben. Da wäre ja auch was anderes fällig als wählen. Sondern ein Anspruch, von dem man selber sagt, ja, dass der immer nur so viel gilt, wie die da oben ihn in ihre Berechnung einplanen, das ist mir klar, aber dann sollen sie das doch wenigstens tun und dann erwarte ich das von denen, dass mein Interesse da irgendwie vorkommt. Das ist also ein, will man so sagen, ein sehr widersprüchlicher Standpunkt. Weil einerseits gibt ja der Bürger als Wähler den Standpunkt gar nicht auf. Das ist, wenn man so will, sein Idealismus. Dass, weil er von der Politik abhängig ist, er doch irgendwie sich und mit seinem Interesse in dem, was sie macht, aufgehoben haben will.
andererseits, und das ist die andere Seite des gleichen Denkens, stellt er sich quasi geistig immer schon darauf ein, dass es wahrscheinlich doch wieder nicht so rumkommt, wie er es eigentlich haben wollte. Und mit diesem widersprüchlichen Bewusstsein immer sich auszumalen, was die Politik eigentlich für einen tun müsste, um dann hinterher enttäuscht zu sein, dass sie es dann wieder nicht getan hat. Mit diesem Standpunkt rettet man sich von Wahl zu Wahl und erklärt sich so einverstanden damit, dass man selbst in der Entscheidung darüber, was aus einem wird, in dieser Gesellschaft nichts zu sagen hat. Die Wahlkämpfer, damit komme ich zu meinem letzten Punkt, müssen dann eigentlich gar nicht mehr viel tun. Sie machen den Wählern für diese Einstellung, die sie mitbringen, Angebote. Sie versuchen sie davon zu überzeugen, dass sie aus ihrer Enttäuschung ein Kreuz machen. Und das machen sie mit quasi dem Spiegel, der spiegelbildlichen Fassung der Argumente, die ich jetzt gerade beim Wähler erläutert habe. Erstens machen sie aus jeder Not einen Gegenstand ihrer Zuständigkeit. Ich habe in einem Wahlzettel der CDU so einen Spruch von der Merkel gelesen, wo sie sagt, ich reise überall im Land herum und spreche mit den Menschen und lasse mir ihre Sorgen erzählen und habe die also von früh bis spät nichts anderes im Kopf, als mir erzählen zu lassen, welche Schwierigkeiten die Leute haben und verspreche, ich werde mich um sie kümmern. Was ich immer übel finde an der Stelle, ist, dass offenbar Politiker hierzulande davon ausgehen können, dass ihnen dieser Standpunkt positive Urteile einbringt. Diese herablassende Tour, als Entscheider und Macher der Politik rumzufahren und zu sagen, ja, ich weiß schon, Leute, ihr habt es nicht leicht, aber macht euch keine Sorgen, ich kümmere mich schon drum, ist nochmal das Unterstreichen, ja, was aus euch wird, das bestimme ich. Und deswegen ist es doch eine große Tat von mir, wenn ich mir sogar noch die Mühe mache, zu euch hinzufahren und mir von euch auch noch persönlich erzählen zu lassen, was ihr für Schwierigkeiten habt. Sie erklären sich für das Schicksal der Leute für verantwortlich. Das finden sie sogar, diese Verantwortung finden sie sogar ganz toll und wichtig. Und dafür wollen sie gewählt, für diese Verantwortung wollen sie gewählt und anerkannt sein. Und sie konkurrieren miteinander darum, und das sind dann die sogenannten Sachthemen, sie konkurrieren miteinander darum, wem von ihnen der Wähler es abnimmt, dass er diese Verantwortung fürs Land und fürs Schicksal der Bürger, und dann kommen wir wieder zu diesem schönen am besten, der diese Verantwortung am besten wahrnimmt. Der ganze Trick dabei besteht darin, zu sagen, die Lage, wie sie ist, das ist eine Lage. Die haben wir als Politiker nicht herbeigeführt, die gibt es nun mal, aber wir sind dafür zuständig, dass sie verändert wird. Die sind für Abhilfe zuständig, aber nicht die Urheber der Lage, in der sie abhelfen wollen. Die Opposition sagt genau das Gegenteil. Die sagt, ihr habt euch in diese Lage hineingewirtschaftet. Wir müssen jetzt dran, um uns wieder rauszuführen. Und beide Seiten berufen sich eben auf genau die Trennung von Amt und Person, die ich am Anfang erläutert habe. Grund für die Missstände im Land ist nicht das System. Grund sind nicht die Zwecke, die institutionalisiert sind mit der Vermehrung des Kapitals als Reichtumsquelle, sondern Grund ist falsche Politik und konkurriert wird um die Frage, wer macht jetzt angesichts der Lage die richtige Politik. Ich habe vorhin schon im kleinen Vorgriff auf diesen Teil gesagt, wie der Guttenberg in dieser Frage argumentiert. Der Guttenberg ist aber eigentlich nur die letzte Konsequenz der ganzen Wahlagitation, die zurzeit läuft. Die Wahlagitation geht aus davon, dass Deutschland, dass wir alle uns in der Krise befinden und dass es die Aufgabe der Politik ist, diese Krise zu überwinden. Und zum Thema wird die Krise im Wahlkampf gemacht, an diesem Thema Arbeitslosigkeit. Wenn man sich die Wahlplakate ansieht,
dann kommen, sind die alle irgendwie ziemlich einförmig in dieser Frage. Das eine Plakat sagt Arbeit schaffen, das andere Plakat sagt gute Arbeit für einen guten Lohn. Das dritte Plakat redet darüber, dass die Partei am besten für Arbeit sorgen kann. Also alle Parteien übersetzen das, was sie wirklich in der Krise machen. Da ist Arbeitsplätze schaffen eigentlich das hinterletzte Abfallprodukt. Übersetzen das, was sie wirklich in der Krise machen, nämlich Bankenrettung und Wirtschaftsförderung, in die Frage, welchen Nutzen können sich dann eigentlich die Mehrheit der Wähler von dieser Politik versprechen. Und vorwerfen tun sie sich wechselseitig, sich jeweils nicht genug, um das Thema Arbeitslosigkeit zu kümmern. Ein Müntefering sagt, Merkel sind die Arbeitslosen egal. Merkel sagt, nein, nein, ganz im Gegenteil, ich bin von morgens bis abends im Thema Wachstum unterwegs. Und so bestätigen sie sich alle wechselseitig, dass das das aktuelle Thema ist und dass sich gekümmert wird, und machen sich gegenseitig den Rang streitig, wer das am besten kann. Und damit ist im Übrigen unter der Hand das Problem, mit dem sie sich da herumschlagen, neu definiert. Für den Wähler, für den Betroffenen, ist Arbeitslosigkeit sein Problem. Die materielle Lage, mit der er sich aktuell oder eventuell in Zukunft wirklich herumzuschlagen hat. Die Politik definiert dieses Problem um. Die sagt, Arbeitslosigkeit ist ein Problem für die Regierung. Die hat es ganz schwer, weil die muss jetzt ja die Sozialkassen neu durchrechnen. Die muss den Staatshaushalt neu berechnen. Die muss sich überlegen, wo sie das Geld dafür herkriegt, um die Wirtschaft zu fördern, damit die Arbeitslosen wieder von der Straße kommen. Die muss sich mit lauter Aufgaben des Regierens und Wirtschaftsförderns befassen, und dabei kommt ihr die Arbeitslosigkeit erschwerend in die Quere. Also aus dem Problem der Leute, der materiellen Existenznot, wird so ein Problem der Herrschaft. Und der Wähler ist gebeten, diese Übersetzung mitzumachen und zu sagen, ja genau, das stimmt, das können die ja überhaupt nur machen, wenn sie folgende Probleme erledigen. Und mit dieser Übersetzung ist er dann auch schon mittendrin in der Entscheidungsfrage, um welche Partei kann das denn eventuell am besten. Und diese Frage, das ist jetzt eigentlich der letzte Punkt in dieser Ausführung, diese Frage lässt sich überhaupt gar nicht an dem entscheiden, was die Politiker dazu sagen. Und insofern ist es kein Zufall, dass das letzte Kriterium für die Wahlentscheidung gar nicht das ist, was die Politiker machen, sondern das Vertrauen, das der Wähler darin hat, dass sie eventuell zukünftig das machen könnten. Die Politiker werben um Vertrauen, und das ist sehr verräterisch. Man kann ja Vertrauen mal rationell nehmen, und dann muss man sagen, Vertrauen tut man eigentlich Leuten, die man ganz gut kennt, von denen man weiß, die wollen so ungefähr das Gleiche wie man selber und die mögen einen auch vielleicht ein bisschen. Und wenn man denen dann sagt, kümmerst du dich mal darum, dass meine Blumen gegossen werden, dann kann man darauf vertrauen, dass sie das auch tun, weil man da eine Interessensgemeinschaft entdeckt hat. Vertrauen in die Politik ist eine ganz merkwürdige Sache, weil da soll man Leuten vertrauen, die was ganz anderes, sogar Gegenteiliges von dem machen, was man selber tut, die über einen regieren und einem die Lebensverhältnisse vorbuchstabieren, die die Macht haben, einen zu schädigen, auf deren Tun und Treiben man keinerlei Einfluss hat, und ausgerechnet da soll man sich hinstellen und sagen, ja genau, dem traue ich das zu, der kriegt das hin. Da ist Vertrauen wirklich die Abgabe des Willens und des Interesses und nicht die Überantwortung einer Aufgabe, von der man denkt, das macht er vielleicht gut, das muss ich nicht selber tun, an eine andere Person, wie das so im Privatleben üblich ist. Vertrauen erwirbt man sich deswegen als Politiker eigentlich auf eine sehr billige Art und Weise.
Einer der besten Beweise dafür, dass ein Politiker Vertrauen verdient, ist, dass er schon Machthaber ist. Das nennt die Politikwissenschaft Amtsbonus. Und Amtsbonus heißt überhaupt nichts anderes, als dass schon regiert haben ein gutes Argument ist für weiter regieren dürfen. Wer es schon mal gemacht hat, wer die Macht schon mal in Händen hat und erfolgreich das Land geführt hat, der ist auch wieder zum Führen berufen. Dafür steht die CDU, dafür verdient sie Vertrauen. Die SPD ganz ähnlich, die verdient Vertrauen, weil ihr Steinmeier in der Regierung eine gute Figur gemacht hat. Die Linkspartei versucht das umgekehrte Argument. Sie verdient Vertrauen, weil sie nicht an der Macht war, weil die anderen uns in diese Lage reingewirtschaftet haben. Und auch das Argument zieht offenbar bei ziemlich vielen Wählern. Auch die Linkspartei also macht die Trennung von Amt und Mandat mit. Auch sie schließt sich diesem Standpunkt an. Schuld, Ursache für die missliche Lage der Leute im Lande ist nicht das System, sondern falsche Politik und bietet sich an als eine bessere Repräsentanz der Politik, gerade mit dem Argument, wir waren es ja bisher noch nicht und deswegen sollte man uns mal ranlassen. Und damit ist man eigentlich am Ende der ganzen Wahlkampfagitation angekommen. Von dem ganzen Argument, die sollen herrschen, damit ich vielleicht in der einen oder anderen Frage besser dran bin, bleibt überhaupt nur übrig, denen traue ich am meisten zu, anständig zu regieren. Und in diesem anständig ist in ganz abstrakter Weise alles inbegriffen, was der Mensch sich so vorstellt, was die Politik möglicherweise machen könnte oder sollte. Aber in genau dieser begriffslosen Fassung, wie sie dann dazu passt, dass man dann hinterher daraus ein Kreuz machen kann. Wenn man mit Leuten diskutiert und fragt, warum wählst du denn die Grünen, dann erzählen sie einem lauter Argumente. Und wenn man sagt, aber hör mal zu, du weißt doch gar nicht, ob die das hinterher machen, geben sie dir hundertprozentig recht und sagen, ja, weiß ich ja auch. Aber immerhin sind die doch noch besser als die anderen. Und in diesem Aber, immerhin sind die doch noch besser als die anderen, ist genau diese, ich nenne es mal so, diese Wurstigkeit gegen das eigene Interesse enthalten, weil man bekennt sich richtig dazu, dass man keinen Einfluss hat und haben will, aber dass man doch einen Gesichtspunkt gefunden hat, unter dem man dann doch wählen gehen kann, auch wenn man als Wähler eigentlich immer zu enttäuscht ist. Und so werden dann Wahlkämpfer und Wähler handelseinig. Der Wähler honoriert beim Kandidaten das Bemühen, seinen Vorstellungen über gutes Regieren gerecht zu werden. Und die Kandidaten danken nach getaner Wahl ihren Wählern und freuen sich darüber, dass so viele angetreten sind und dass sie so viele Stimmen gekriegt haben. Das beweist ihnen nämlich, dass ihre Propaganda wieder mal funktioniert hat. Das Volk hat seine im politischen Getriebe vorgesehene Rolle erfüllt. Die Herrschaft ist ermächtigt und kann problemlos und sorgenfrei weitermachen, kann sich auf den Volkswillen berufen. Und der Bürger macht sein normales Leben weiter und schaut dann immer mal zu, was die von oben ihm dann wieder servieren und ob das dem entspricht, was er sich vorgestellt hat oder nicht. Das ist das, was die Wahl praktisch bringt. Das ist ihr wirklicher Ertrag. Und das, um das nochmal zu betonen, war mein Ausgangspunkt. Das ist auch der Grund, warum man sich als normaler Mensch an dieser Veranstaltung nicht beteiligen sollte, sich nicht dafür hergeben sollte, auch noch eine Bestätigungsfunktion dafür abzuliefern, auch eine Bestätigungstat dafür abzuliefern, dass man sich denen zu unterwerfen hat, die dieses Land aus der Krise führen wollen. Eine Frage wäre gerade zum Schluss, gerade haben Sie gesagt, dass wir uns verweigern sollten, vielleicht sogar zu wählen. Demokratie tritt eigentlich aus, dass wir über die Wählen gehen. Wie meint das jetzt, dass wir uns verweigern sollten? Also, es bringt anscheinend so, wie Sie sagen, gerade nicht, dass wir wählen sollten. Das bringt ja nichts. Weil die Parteien ja die uns ja eigentlich was vorglaubten am Anfang oder sagen, wie wir es machen wollten, am Ende ja doch nicht so machen. Weil sie an die Macht gekommen sind, weil sie merken, an die Macht muss ich mich ja erhalten. Und wenn ich mich an der Macht erhalte, dann muss ich ja mich anpassen. Und
Das Gegenteil. Welcher Politiker hat sich denn Ihnen in den letzten 20 Jahren angepasst? Fischer. Ja, hat er den Kosovo-Krieg in Ihrem Auftrag. Nee, Fischer hat genau das Gegenteil gemacht. Genau das gleiche. Bitteschön. Genau. Das ist ja genau das Punkt bei der Sache. Dass genau Politiker, die Parteien eigentlich immer dachte, dass die eigentlich dagegen sind, für Sachen, wo man eigentlich auch immer viel geschimpft hat. Dass die genau das Gegenteil machen, wenn sie noch gekommen sind. Aber wieder haben wir eigentlich die Chance, als Wähler, weil wir halt in der Demokratie ja aufwachsen. Unsere Eltern sind extra auf die Straße gegangen, 89 auf die Straße gegangen, um freie Wahlen zu haben, um ihre Stimme abzugeben für das Volk. Dass das Volk wieder eine Meinung hat. Und wieso sollten wir jetzt unsere Parteien nicht mehr glauben, oder die Leute, die auf die Straße gehen, sagen, Jungs, wählt uns, wir treten für euch ein. Und warum sollten wir jetzt den Leuten nicht mehr glauben, weil am Ende doch die Leute ihre Meinung umdrehen, in der Hinsicht, dass die doch gegen das Volk sprechen? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Antwort auf diese Frage habe ich eigentlich im ersten Teil meines Vortrags gegeben, und da waren sie halt nicht da. Ne? Ich kann das natürlich jetzt wiederholen, aber es ist jetzt irgendwie... Meine Frage eigentlich nur, ist Demokratie die falsche Sache im System? Das ist meine Frage. Wenn man das Wort falsch benutzt, muss man... falsch ist eine Verhältnisbestimmung. Ja. Wenn man das Wort falsch benutzt, um es mal methodisch auszudrücken, muss man sagen, falsch für was, falsch unter welchem Gesichtspunkt oder falsch für wen. Sonst bringt einem diese Kennzeichnung nicht. Deswegen sage ich dann noch mal ein paar Worte dazu, das ist für die anderen dann vielleicht eine Wiederholung, aber das macht ja dann auch nichts. Zu dem ersten Teil Ihrer Rede. Das mag ja sein, dass zumindest Teile der DDR-Bevölkerung wirklich dafür auf die Straße gegangen sind, dass sie frei wählen durften. Ich kann mich nur erinnern an die Zeit und auch an Diskussionen, die ich damals geführt habe und auch an die damals schon von mir und uns vom Gegenstandpunkt geäußerte Kritik an diesen Standpunkt erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern und dafür steht eigentlich übrigens auch die Art und Weise, wie die große Mehrheit der DDR-Bevölkerung dann in der Zeit danach mit den politischen Verhältnissen geistig und praktisch umgegangen sind, in die sie dann hineinversetzt worden sind. Es war schon so, dass die Leute in der DDR, dass sie da einer kleinen Verwechslung aufgesessen sind. Sie sind nämlich der Verwechslung aufgesessen, dass wenn sie in die BRD kommen und wenn sie sich jetzt endlich diesem wunderschönen, großen, reichen Land anschließen dürfen, dass sie dann auch ihr Stück vom Reichtum abkriegen, den sie in der DDR nicht abgekriegt haben. Und dass die Politiker, die sie jetzt zum Wählen auffordern, eigentlich die Beauftragten des deutschen Volkes seien, die dafür zuständig sind, ihnen diesen Teil des Reichtums zukommen zu lassen. Und der Kohl hat mit seinem berühmten Spruch von den blühenden Landschaften auch das Seine dazu getan, um diese Vorstellung zu nähern. Deswegen würde ich sagen, da haben die DDR-Bewohner in ihrer Mehrheit damals schon genau den Fehler gemacht, den ich eben kritisiert habe. Sie haben ihn übrigens noch in einer gewissen anderen Sorte von Naivität gemacht, als ihn die Mehrheit der reifen Wähler in der Bundesrepublik schon seit 60 Jahren machen. Nichtsdestotrotz muss man ihnen schon vorwerfen, dass es nicht schwer gewesen wäre, als DDR-Bürger in Erfahrung zu bringen, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse und wie die wirtschaftlichen Ziele und Zwecke in der BRD wirklich aussehen, denen man sich da anschließen kann. Ich kann mich erinnern, dass der von mir durchaus geschätzte Herr Schnitzler in seinem Schwarzen Kanal sich auch immer wieder große Mühe gegeben hat, seinem nicht ganz einsichtigen Volk beizubringen, dass sie schief liegen in ihren Urteilen über die BRD als Arbeiterparadies. Das ist ihm nicht gelungen. Und jetzt gibt es einen seltsamen Übergang an der Stelle.
übrigens ein Übergang, von dem jetzt gegen erst die PDS und jetzt die Linkspartei durchaus als Partei profitieren. Man kann sich ja täuschen. Man kann sich ja täuschen und man kann sagen, gut, ich habe erwartet, wenn die DDR an die Bundesrepublik angeschlossen wird, dann kriegen alle einen Arbeitsplatz und einen Golf und ein Häuschen mit Garten und dürfen alle nach New York fahren. Und dann ist das Leben wunderschön. Das war vorher in der BRD schon auch schon nicht so. Aber dann war das eben ein Irrtum. Wenn man ein Irrtum begeht, ist es eigentlich angesagt, sich zu fragen, sich selbstkritisch zu prüfen, hat man da nicht vielleicht ein falsches Urteil über die Sache gefällt? Hat man nicht vielleicht sich was vorgemacht über das System, dem man da jetzt angeschlossen wird? Diese Konsequenz haben die große Mehrheit der Leute, die in der ehemaligen DDR gelebt haben, nicht gezogen. Ein paar haben gezogen, eine ganze Reihe von denen kenne ich persönlich und einige von denen sitzen hier. Die haben diese Konsequenz nicht gezogen, sondern was haben sie gemacht? Sie waren enttäuscht. Es gibt die Rede von den Bürgern zweiter Klasse und die ist sehr verräterisch. Die behauptet nämlich, dass die schlechte ökonomische Lage, in der sich eine große Anzahl von ehemaligen DDR-Bürgern befindet und die auch in vielen Hinsichten wirklich schlechter ist als die waren, die sie in der DDR gelebt haben, behaupten mit diesem Spruch der Bürger zweiter Klasse, der Grund für ihre schlechte Lage wäre ihre Benachteiligung durch die Politik des Westens. Und das ist ein Quatsch. Die sind überhaupt nicht benachteiligt worden, die sind bloß einfach haargenau den gleichen Kriterien und Maßstäben der Kapitalrentabilität unterworfen worden, die vorher schon in der BRD gegolten haben. Und wenn man an eine realsozialistische Wirtschaft das Kriterium der Kapitalrentabilität praktisch anlegt und die Betriebe, die dort aufgebaut worden sind und funktioniert haben, diesem Maßstab unterwirft und das auch noch mit dem Anspruch, aus diesen Betrieben soll ein Beitrag zum Weltmarkterfolg der BRD werden, dann ist es überhaupt kein Wunder, dass das Ergebnis das Brachlegen weiter Teile dieser Wirtschaft ist, weil sie schlicht und einfach diesem Kriterium nicht genügt. Es ist also im Gegenteil so, dass gerade die Gleichbehandlung der DDR nach den Maßstaben der BRD der Grund für die Herstellung der Verhältnisse ist, die dort in vielen Teilen existieren und nicht, und das habe ich vorhin mit dem Argument der Enttäuschung sagen wollen, dass Enttäuschung ist ein falscher Standpunkt. Man kann sich einmal enttäuschen lassen. Man kann sich von mir aus vielleicht auch ein zweites Mal enttäuschen lassen, aber spätestens beim dritten Mal wäre es angesagt zu sagen, ich kann mich doch nicht immer wieder enttäuschen lassen, wahrscheinlich erwarte ich was Verkehrtes. Und wenn ich von einer Institution, einer Person, einer Sache was Verkehrtes erwarte, dann habe ich ein falsches Urteil über sie. Dann stelle ich mir unter dem, worum es ihr geht, was sie will, was sie betreibt, was anderes vor, als das, was es tatsächlich ist. Und halte an dieser falschen Vorstellung gegen jede Erfahrung, die ich mit dieser Institution mache, fest. Das ist der Zustand der dauernden Enttäuschung, den kann man dann noch pflegen, aber das ist erstmal der Fehler davon. Ja. Denn das stimmt in Brücken überein. Also das ist alles, was ich eigentlich auch so selber erlebe und selber auch so fühle. Das ist aber meine Frage so, wieso ist eigentlich 89 nicht dazu gekommen, dass wir eine Verfassung bekommen haben? Warum wurde einfach das Grundgesetz übernommen? Das Kriegsrecht gilt heute noch. Wir haben keine Fassung. Wir hätten ja heute das Recht auf Volksentscheide. Wir könnten entscheiden, ob der EU-Vertrag, ob alles mögliche, was in diesem Staat passiert, über Volksentscheide, über solche Dinge zu entscheiden. Und wieso wurde 89 nicht geschafft, dass wir eine Verfassung bekommen haben in Deutschland? Wieso sind wir heute immer noch in diesem Problem, ein Grundgesetz zu haben, was damals uns die Kriegsmächte, Frankreich, England, Italiener, alle uns aufgebürgt haben und wir heute noch ein Problem haben, dass wir als Bürger nicht frei entscheiden können? Darum glaube ich auch, dass wir das Problem mit unseren Parteien haben. Die Parteien landen auf der Straße das und das, was sie gesagt haben. Und machen am Ende was ganz anderes. Aber hätten wir Bürger
die Mündigkeit, die uns eigentlich gegeben sein sollte vom Gesetz her, hätten wir eine Verfassung, die wir immer noch nicht haben, dann hätten wir auch das Recht als Bürger zu entscheiden, ob wir das und das wollen, ob wir dies und jenes hinnehmen. Und das ist doch die Frage an der ganzen Sachzeit. Leben wir eine Demokratie in der Hinsicht, dass wir wirklich sagen, wir haben Parteien in der Macht, die für uns das Volk sprechen, oder haben wir eine Demokratie, die einfach nur nach der Wirtschaft spricht, wo es hingehen soll, und nicht mehr wo das Volk zu sprechen hat. Ich bin der Meinung, dass 89 versäumt wurde, dem Volk, dem deutschen, dem neuen deutschen Volk wieder, dem zusammengefassten neuen Ost und West, eine Verfassung zu geben. Und wieso haben wir nicht geschafft, dieses Kriegsrecht, das heute noch besteht, aufzugeben und eine Verfassung zu geben? Wenn hätten wir nicht wir als Bürger mehr Rechte, wir könnten mehr entscheiden. Und meine Frage wäre jetzt an Sie, was sagen Sie dazu? Wäre das eine Möglichkeit für uns selber, Möglichkeiten aus den Problemen herauszufinden, dass wir unsere Parteien, die wir jetzt wählen, könnten wir mehr vertrauen, weil wir einfach sagen, wir könnten mehr entscheiden, selber mehr entscheiden. Das Volk könnte mehr selber entscheiden und dann sind die Volksvertreter für uns eigentlich nur diese Handlanger, weil sie nämlich den Brain-Aider haben und das ins Gesetz schreiben könnten. Aber das wird gesprochen. Sie hatten sich gemeldet. So. Ja, vielleicht erstmal hier. Ja, weiß so. Jetzt nicht, ist ja nichts versäumt worden, es war ja absichtlich gemacht. Ja, man ist ja auf dem Gebiet des Grundgesetzes beigetreten und man hätte nur ins Saarland gucken müssen, die das genauso gemacht haben und wie toll sich das entwickelt hat. Aber Sie sagten gerade mit der Linkspartei, es sind ja durch und durch Keynesianer mittlerweile. Hat sich die Bremer Memorandumgruppe über die WASG doch sehr gut reingesetzt. Und was soll man eigentlich aus Ihrer Sicht von denen erwarten? Es ist doch nichts zu erwarten. Keynesianismus ist systemerhaltendes. Wird ja nicht einmal das System ansatzweise in Frage gestellt. Das heißt, hier ist ja nichts, also keine unter dieser Denke, so wie es im Augenblick ist, ist ja überhaupt keine Veränderung zu erwarten. Und hier wird wieder, glaube ich, zu viel an Illusionen verkauft, als dass da wirklich real sich etwas ändern wird. Und dann noch was anderes. Es gab ja in den 68ern dieses imperative Mandat, zumindest die Idee des imperativen Mandats. Sehen Sie da Möglichkeiten, dass man das wirklich einmal durchsetzen kann, oder ist es doch eher eine Illusion? Ich will mal versuchen, die beiden Fragen ein bisschen zusammenzuführen. Ich mache jetzt mich noch ganz kurz sagen, was dazu, was Keynes gemacht hat. Also, weil das, kann ich machen. Also, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich versuche es mal trotzdem. Es führt jetzt ein bisschen weg vom Thema. Also, es gibt eine Auffassung in der Wirtschaftstheorie, dass der Grund für die Entstehung von Krisen und die Bewältigung von Krisen in der Art und Weise liegt, wie der Staat mit der Krise umgeht. Das ist schon mal der erste falsche Ausgangspunkt dessen, was man auf der einen Seite Keynesianismus und auf der anderen Seite Monetarismus nennt. Also die Wirtschaftstheoretiker stellen sich hin und sagen, weisen dem Staat die Rolle zu, derjenige zu sein, der, wir gehen gar nicht davon aus, dass der Krisen verhindert, das sieht auch der Keynes nicht, aber sie gehen davon aus, dass der Staat eigentlich die maßgebliche Instanz ist, die, wenn dann mal eine Krise aufgetreten ist, mit einer bestimmten Art von Politik dafür zu sorgen hätte, dass die Krise wieder rauskommt. Und eigentlich sind die beiden Alternativen, die dort dann diskutiert werden, eigentlich auch gar keine Alternativen, sondern sind bloß das gleiche Argument einmal vorwärts und einmal rückwärts gewesen. Die einen sagen, die einen diagnostizieren, dass die Krise ihren Grund in der mangelnden Rentabilität der Unternehmen hat, und sagen, die nennen sich dann angebotsorientiert und sagen, damit die Wirtschaft wieder aus der Krise kommt, muss erstmal der Lohn so weit sinken, dass die Produktion wieder rentabel wird. Und wenn dann der Lohn genug gesunken ist, dann wird die Produktion wieder rentabel und dann kommt die Wirtschaft wieder aus der Krise. Die anderen, das sind die Keynesianer, sagen, nein, was fehlt,
ist nicht Rentabilität, sondern was fehlt, ist Kaufkraft. Das ist auch eine bei den Gewerkschaftern sehr beliebte Theorie. Was fehlt, ist Kaufkraft und deswegen muss man die Kaufkraft stützen, zum Beispiel in so Aktionen wie der Abwrackprämie, muss den Leuten mehr Geld zukommen lassen und dann kaufen die quasi das Kapital aus der Krise. Der Quatsch ist nach beiden Seiten hin leicht zu ersehen. Der Witz an der Krise ist ja nicht, dass die Löhne zu hoch sind, sondern dass dass zu viel Kapital angelegt worden ist, dass es sich rentabel verwerten kann. Und die Senkung des Lohns ist von den Unternehmen her das Instrument, aus der Krise zu kommen. Und umgekehrt ist die Idee, ja, wenn die Arbeiter nichts mehr kaufen können, dann muss eben stattdessen der Staat was kaufen und dann kommen wir aus der Krise, dreht das Argument bloß um und betrachtet jetzt den Konsum nicht als, betrachtet jetzt den Lohn nicht unter dem Gesichtspunkt seiner Funktion als Kost des Kapitals, sondern betrachtet den Lohn unter dem Gesichtspunkt, dass die Leute doch mit dem Lohn auch was kaufen. Und sagt, wenn die Leute mehr kaufen können, dann können sie quasi ein Mittel darstellen, um die Krise zu bewältigen. Das ist im Grunde der Streit. Und der Herr eben hat richtigerweise, das meine ich, trifft schon zu, darauf hingewiesen, dass die Linken inzwischen, also die linke Partei inzwischen, sich einfach in dieser etwas absurden Auseinandersetzung der wirtschaftstheoretischen Linien auch in einer Weise positioniert hat, die einfach sagt, was muss der Staat, der dafür zuständig ist, dass die Wirtschaft wieder wächst, also eben dieses Ziel teilt, Wachstum, es geht um Wachstum, was muss der tun und wie muss der vorgehen, um dieses Wachstum wieder herbeizuführen. Zum imperativen Mandat. Das imperative Mandat ist ein kleiner Widerspruch. Das habe ich eigentlich, aber das ist wirklich nur sehr implizit, deswegen mache ich da noch ein paar Ausführungen dazu. Das habe ich eigentlich im ersten Teil meines Vortrags schon kritisiert. Da muss man sich ein bisschen entscheiden. Wenn man der Auffassung ist, dass das eigene Interesse, das was man als Arbeitnehmer braucht und worauf man angewiesen ist, dass das in dieser Gesellschaft nicht zum Zuge kommt. Dann braucht man ja nicht ein Mandat, sondern dann geht es darum, wie kriegt man das hin, wie sorgt man dafür, dass dieses Interesse mehr und besser zum Zuge kommt. Wie setzt man sich gegen das Kapital durch? Das imperative Mandat leistet sich folgenden Widerspruch. Das bemerkt, dass der ganze Wahlakt in dem besteht, was ich vorhin Abstraktion genannt habe, also dass der ganze Wahlakt in gar nichts anderem besteht, als zu sagen, die Politik erhält Handlungsfreiheit, der Wähler mischt sich ein in der Verteilung von Stimmen und die Gründe, die Interessen der Leute kommen dann in dem ganzen Akt nicht mehr vor. Sagt dann, die sollen aber vorkommen. So, wenn man sich das mal praktisch vorstellt, muss man sagen, ja was denn nun? Will man jetzt eine Politik, die das macht, was man selber will, dann will man aber keine Instanz über sich, die einem das vorschreibt. Und diese Instanz wird ja auch nicht dadurch besser, dass man quasi seine Stimme mit einem Auftrag versieht und sagt, hallo, du, wenn du da oben im Parlament sitzt, tu was für mich als Arbeiter. Andersrum ausgedrückt, entweder, wenn man sich das imperative Mandat wirklich ernsthaft vorstellt, entweder das wird zu einer Absurdität, weil dann ja lauter gegensätzliche Interessen ihre jeweiligen Ansprüche und Forderungen an die Politik artikulieren und die dann im Parlament sitzen. Dann wäre aber das Parlament nicht das, was es ja in der Herrschaft des Kapitalismus sein soll. Die einheitliche Instanz, die praktisch als einheitlicher Wille
dafür sorgt, dass jedes Interesse seine Funktion und seine Betätigungsrolle zugewiesen bekommt. Sondern wäre quasi das Parlament sowas wie eine Verdoppelung der Gegensätze, die es in der Gesellschaft schon gibt. Die brauchen ja wirklich keine. Und die gibt es ja schon. Also insofern ist das imperative Mandat einerseits eine Reaktion auf den bemerkten Umstand, die Wahl hat eben gar nicht den Zweck, Interessen zu transportieren, sondern hat den Zweck, Herrschaft zu legitimieren. Und hält aber trotzdem daran fest, dass die Abgabe einer Stimme, also die Legitimation einer Herrschaft, gleichzeitig eine Art und Weise sein soll, wie man diese Herrschaft jetzt dazu beauftragt, das zu tun, was man selber braucht. Dazu braucht man aber keine Herrschaft. Eine Herrschaft braucht man dann und dort, wo in der Gesellschaft Interessensgegensätze nicht bloß existieren, sondern aufrechterhalten werden sollen. Und wo die Herrschaft selber die Aufgabe übernimmt und praktisch dafür sorgt, dass die Gegensätze, die in der Gesellschaft existieren, bei uns eben die Gegensätze, die aus der Vermehrung des Kapitals kommen, dass die, ich nenne es mal so, funktionieren. Ich mache das mal an einem Beispiel. Ein Arbeitsrecht geht davon aus, geht implizit praktisch davon aus, dass das Interesse des Kapitals an der Verwendung der Arbeitskraft als Gewinnmittel die Arbeitskraft ruiniert. Und geht umgekehrt davon aus, dass um überhaupt die Arbeitskraft als Quelle der Kapitalvermehrung zu erhalten, der Arbeiter irgendwie einen Lohn und eine Arbeitszeit haben muss, mit der er halbwegs über die Runden kommen kann. Geht also aus von einem Klassenverhältnis, wo die Arbeit einerseits und widersprüchlicherweise Vermehrungsmittel des Kapitals ist und gleichzeitig Lebensmittel für die Arbeiter sein soll. Geht davon aus, diesen Gegensatz gibt es erstens. Zweitens, dieser Gegensatz soll nicht aus der Welt geschafft werden, sondern der soll funktionsfähig gemacht werden. Übrigens gelernt hat das der Staat oder haben es die Staatsagenten im 19. Jahrhundert nicht deswegen, weil sie so Arbeiterfreunde waren, sondern weil die Arbeiter damals Aufstände gemacht haben und gesagt haben, so geht das nicht weiter und das muss hier endlich mal ein Ende finden. So, jetzt geht also der Staat hin und sagt, macht zum Beispiel die Begrenzung des Arbeitstages. Und das ist die Art und Weise, wie er den Gegensatz von Kapital und Arbeit gangbar macht. Er sagt dem Kapital, Ausbeutung der Arbeitskraft ja, aber hierher und nicht weiter. Und dem Arbeiter sagt er, naja, arbeiten musst du schon 40 Stunden, ne? Sonst wird nichts aus dir mit dem Lohn. Aber mehr als, heutzutage ist es ja sowieso ganz anders mit den Arbeitszeitkonten und so, das muss ich ja einem Gewerkschafter gar nicht erzählen. Aber mehr als das Quantum Arbeit musst du schon erbringen, das ist von dir verlangt. Aber mehr darf das Kapital von dir nicht verlangen. Und dann ist zumindest so viel gesichert, dass du mit dem Geld, was du dann verdienst, halbwegs über die Runden kommst und morgen wieder antreten kannst. Das heißt, der Staat, der ein solches Arbeitsrecht macht, der ist an der Funktion der Arbeit fürs Kapital interessiert. Nicht am Menschen, der davon leben muss, sondern an der Funktion dieses Menschen fürs Kapital und sagt, die Funktion kann er nur erfüllen, wenn er irgendwie leben kann. Die Verwechslung, die der Arbeiter macht, ist, dass er denkt, das wäre für ihn. Der Staat sagt, das ist nicht für dich, das ist für deine Funktion, für das, was du für diese Wirtschaft leisten sollst und leisten musst. Dafür ist es die absolute Bedingung. Und für solche, deswegen heißt das Ding ja auch staatliches Gewaltmonopol, für die Durchsetzung solcher allgemeinen Vorschriften für beide Seiten braucht es eine Gewalt, die gerade getrennt von diesen beiden Interessen sagt, so weit gilt das Interesse, so weit gilt das Interesse und das, die Schranke, den Punkt, wo sich diese Interessen miteinander zu vereinbaren haben, den definiert die Herrschaft von oben. Das machen die nicht unter sich aus, weil das geht gar nicht, sondern da ist das Gesetz das Mittel, also das Recht, das Mittel der Abgrenzung, der Abgrenzung des einen Interesses vom anderen. Also insofern ist diese Vorstellung vom imperativen Mandat
geht ein bisschen an dem Charakter dessen vorbei, was politische Herrschaft im Kapitalismus zu leisten hat und leistet, nämlich eine allgemeine Rechtsordnung herzustellen, wo sowohl die Erlaubnisse für die verschiedenen ökonomischen Subjekte ausgesprochen sind, als auch die Schranken für deren Tätigkeit. Aber nie und nimmer die Beseitigung der Gegensätze, die daraus kommen, sondern immer die Aufrechterhaltung dieser Gegensätze und ihr gangbar machen. Also das eine haben Sie ja schon gesagt zum Grundgesetz. Ich will da nicht mal so viel sagen. Es ist immer so ein bisschen bezeichnend, dass Leute wie Sie ihre Sätze immer im Passiv formulieren. Warum wurde Folgendes nicht getan? Wer hätte das denn tun sollen? Das Volk ist kein handlungsfähiges Subjekt. Das Volk ist eine Ansammlung von Leuten mit gegensätzlichen und widersprüchlichen Interessen. Und als Volk betätigen sich die Leute überhaupt nur, oder als Volk existieren die Leute überhaupt nur insofern, als sie einer gemeinsamen Herrschaft subsumiert sind. Und dann haben wir auch so, und dann das Volk, und dann nur diejenigen, die für das Volk sprechen sollen. Und ja, ich lasse ungern für mich sprechen. Ich spreche eigentlich lieber selber. Ich lasse noch die Parteien von sprechen. Dann nein, sagt, eben das nicht. Das macht Demokratie aus. Eben nicht. Das macht Demokratie aus, ja, aber es ist kein Kompliment an Sie. Nee, genau das ist auch. Wenn die Parteien für das Volk sprechen, dann sprechen sie eben für gar kein bestimmtes Interesse, sondern sprechen sie für diese abstrakte gemeinsame Eigenschaft der Leute, allesamt der Herrschaft unterworfen zu sein. Aber haben wir denn dadurch jetzt das. Wer ist denn immer wir in Ihrer Rede? Ja, wir ist immer noch. Ich meine, wir sind in Deutschland. In einem Staat, der unter dem Deutschland. Ja. Das sind wir. Nein. Das sind für mich die 80 Millionen. Nein. Das sind wir. Nein. Gut, okay. Was ist denn der Inhalt dieses Wir, der 80 Millionen? Was ist die inhaltliche Gemeinsamkeit dieser 80 Millionen? Wenn Sie schon sagen, wir seien ein Wir. Das sind die Migranten, die zu uns kommen, die Ausländer, die hier Zuflucht sind bei uns, die hier eine neue Zukunft finden. Das sind wir, die hier geboren werden. Das sind die, die aus Kriegsländern Flüchtlinge sind, das macht Deutschland aus. Und das sind wir. Das sind wir. Und wir haben in diesem Land, in Deutschland, weil wir eine Position haben in Europa, weil wir eine gute Infrastruktur haben, in der Hinsicht, dass wir gebildete Leute haben, die Dinge nach außen tragen können, die nach außen neue Innovationen sind. Können, haben wir eine Stimme nach außen. Nochmal zum Wir. Ja. Unter Wir verstehe ich nicht nur der Bürger, der in Deutschland geboren ist, verstehe ich auch den Immigranten, der von außen kommt. Ich will nicht wissen, wer alles dazugehört. Ich will die inhaltliche Bestimmung dieses Wir. Was macht die Gemeinsamkeit dieser Leute aus? Dieses Wir, das macht eigentlich diesen Wunsch nach etwas Gemeinschaftlichem. Das macht dieses Wir. Das Gemeinschaftlichkeit. Was ist denn der Inhalt dieser Gemeinschaftlichkeit? Das Inhaltliche dieser Gemeinschaftlichkeit sein, dass Bildung für alle möglich ist. Dass vielleicht für alle ein gewisser Weg ist, dass wir alle die Möglichkeit haben, ein Leben zu führen mit Essen, Unterkunft und ein ganz mögliches Auskommen. Das ist doch aber offensichtlich nicht so, ne? Nee, deswegen. Eben. Und darum reicht die Verfassung. Wir brauchen eine Verfassung. Nein, wir brauchen keine Verfassung. Sie haben eben gesagt, wir brauchen Essen, eine nützliche Arbeit und ein angenehmes Leben. Nein, ich habe nicht von Arbeit gesprochen. Das ist der Punkt einer Sache. Ich spreche nicht von Arbeit. Weil Arbeit, das ist nicht der Punkt einer Sache. Ich spreche nicht von Arbeit. Das ist nämlich die größte Lüge überhaupt in der ganzen Gesellschaft, dass nur durch Arbeit alles entsteht. Durch Arbeit entsteht vieles, aber wir können auch sagen, dass jemand, der 40 Stunden in der Woche arbeitet, aber auch nur 20 Stunden in der Woche arbeiten könnte, und aber davon 20 Stunden davon mehr Freizeit, um sich mehr in seiner Freizeit sich frei zu bilden. Also das heißt für mich nicht, es sind genug Leute in der Gesellschaft, die wir frei sein könnten, arbeiten könnten, genau das gleiche bewirken könnten wie vorher. Aber mir geht es bloß darum, am Ende jetzt darum, wie in der Verfassung haben wir die Chance, nämlich uns selbst
wieder zu befreien von dem Punkt heraus, wo wir jetzt nicht sind. Wir reden aneinander vorbei. Ja. Vielleicht lassen wir mich auch mal ein paar Sätze sagen, ohne gleich wieder in die nächste Squadra einzusteigen. Also ich kann mal was zu dem Thema Wir sagen. Die einzig inhaltliche Bestimmung eines Wir ergibt sich daraus, dass Leute einen gemeinsamen Zweck und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das ist wenn eine Fußballmannschaft von sich Wir sagt, dann sagt sie Wir in ihrer Eigenschaft als diejenigen, die zusammen Fußball spielen und wollen, dass dieses Spiel gut läuft und ein gemeinsames Interesse an der Organisation dieses Spiels haben. Wenn ich von den Leuten, die hier sitzen, vielleicht auch das Wort Wir verwenden würde, dann würde ich quasi mal unterstellen, ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich unterstelle das mal, dass alle, die hier sitzen, für die Zeit, wie sie hier sitzen, ein gemeinsames Interesse eint, nämlich sich das Thema mit Wahlen vorzunehmen und darüber zu diskutieren und sich darüber Klarheit zu verschaffen. Das nationale Wir ist ganz anders beschaffen. Das nationale Wir hat nämlich seinen Ausgangspunkt überhaupt nicht in irgendeinem Interesse, was irgendein konkreter Mensch in dieser Gesellschaft hat. In dem wirklichen praktischen Leben, ich weiß, dass es für diese Verhältnisse missbraucht wird, und das will ich gerade kritisieren, in diesem wirklichen praktischen Leben existiert gar kein Wir, sondern existieren lauter Gegensätze. Wenn zum Beispiel ein Professor vor sein, war ich ja mal, wenn ein Professor vor sein Seminar tritt und sagt, wir wollen uns heute mal mit der Geschichte des Mittelalters beschäftigen, dann weiß jeder Student, was die Stunde geschlagen hat, nämlich der Professor sagt, dass man sich jetzt mit der Geschichte des Mittelalters beschäftigt und dem hat man sich gefälligst anzuschließen und sich dafür zu interessieren, weil man braucht nämlich eine gute Note und einen Schein, damit man die Prüfung besteht. Da ist das Wir ein Schwindel, der ein gemeinsames Interesse fingiert, wo tatsächlich ein Gegensatz vorliegt, nämlich ein Ausbilder, der den Zweck hat, subjektiv ist völlig egal, das ist die praktische Funktion seines Amts, besteht darin, den Leuten Wissen beizubringen zum Zweck, sie an Noten zu sortieren und den einen in die Prüfung, durch die Prüfung kommen zu lassen, den anderen durchfahren zu lassen. Und die Leute, die da sitzen, konkurrieren um gute Noten und später, wenn sie fertig sind, konkurrieren sie um Stellen auf dem Arbeitsmarkt. Da existiert schon wieder kein Wir. Und da treten alle an. Und es ist auch völlig egal, ob sie das selber so sehen oder nicht. Das ist so. Wenn sich 5 Leute für eine Stelle bewerben, dann kriegt die eben nur einer. Und das ist Konkurrenz. Und alles, was man tut, um diese Stelle zu kriegen, ist der Sache nach. Und gerade auch, wenn man das selber gar nicht will, ist der Sache nach ein Gegensatz zu jedem anderen, der die Stelle dann nicht bekommt. Also bezogen auf die wirkliche praktische Stellung, in der die Leute auch hierzulande zueinander stehen, existiert ja gerade überhaupt kein Wir. Sondern da sind durch die Art und Weise, wie hierzulande die Ökonomie funktioniert und wie hierzulande die Bildung funktioniert, die Sie gerade angesprochen haben, existiert kein Wir, sondern eher entweder Konkurrenz, Gegensatz in dem Sinne von, was der eine an Lebenschancen bekommt, ist gleichzeitig immer, enthält einen Moment des Ausschlusses von Lebenschancen von einem anderen. Oder, wenn es nicht bloß Konkurrenz ist, ein Gegensatz, wie ich ihn vorhin am Kapital und Arbeit organisiert habe. Wenn der Staat sich hinstellt und sagt, die Gewalt über die Leute ist eine gewaltsame Klammer, um diese Gegensätze. Das staatliche Wir ist erstmal gar nichts anderes als die Gemeinsamkeit, und das ist eine ganz negative Gemeinsamkeit. Jeder von uns, jeder, der in Deutschland als Deutscher, gerade auch hier geboren oder zugewandert, mit einem deutschen Pass, ist mir alles völlig wurscht, als Deutscher lebt, hat eine Gemeinsamkeit mit den anderen Leuten, hat den gleichen Pass, ist der gleichen Herrschaft unterworfen. Das ist ein negatives Wir. Ein Wir, was nicht aus einer inhaltlichen Gemeinsamkeit der Leute kommt, sondern rein aus der negativen Bestimmung, der in gleicher Weise der anderen Herrschaft, der Herrschaft unterworfen zu sein, wie die anderen. Und es ist ein fataler Fehler, sich als dieses Objekt von Herrschaft quasi selbst
hineinzudenken in die Vorstellung und mit meinem Vermieter, mit dem Kapitalisten, der gerade meinen Freund entlassen hat, und mit den Polizisten an der Ecke, habe ich doch aber eine Gemeinsamkeit, eine wirkliche inhaltliche Gemeinsamkeit, trotz der Tatsache, dass ich in der Sache mit ihm nur einen Gegensatz habe. Und das ist die Übersetzung, die falsche Übersetzung des negativen Verhältnisses in ein positives, in den guten Glauben, sag ich mal, dass einen doch wirklich substanziell mit den anderen was verbindet. Weil das Einzige, was einen wirklich verbindet, ist die Verpflichtung darauf, den gleichen Gesetzen gehorchen zu müssen und für den gleichen Staat in Anspruch genommen zu werden.